auf geht's, diesmal wieder mit Pinhead an meiner Seite. Ich bin gar nicht da. Bist du wohl? Nein. Ich sehe dich. Was du so alles siehst? Ja, eine ganze Menge. Ich meine, ihr hört mich auch gar nicht, oder? Wer mich nicht hört, schreibt es in die Comments. Also, ich führe ganz bestimmt keine Selbstgespräche. Tja, ich weiß ja nicht. Ich höre gerade nichts. Ich auch nicht, davon rede ich ja die ganze Zeit, siehst du? Ich habe keinen Ton. Ich auch nicht. Okay, dann, Wir kommen wieder. Ja. Also sie, ich nicht, ich bin ja nicht da. Jetzt haben wir Ton. Was, wieso jetzt? Was heißt jetzt? Jetzt haben wir Ton. Hatten wir das vorher nicht? Du willst mich heute ärgern. Ja. So. Funktioniert's? Nein. Okay, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Mach sie platsch. Mach sie platsch. Hat der gerade den Verfall angespritzt? Ja, weil er eigentlich mich treffen wollte, aber... Loser! Er kann nicht mal mehr haben. Total, ganz furchtbar. Bams! Er findet sich umwerfend, ne? Ja. Oh mein Gott. So, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich bin jetzt irgendwie hier. Ich würde spontan sagen, nach da oben irgendwie. Ja, ich denke auch. Und der schießt auf dich. Kann ich da rein? Also, da drauf? Nein. Nein. Okay, schade. Dazu musst du, wir müssen doch die Lava jetzt aufdingsen. Ja. Abkühlen. Ich würde mal sagen, nach rechts. Aha, da sieht's doch gar nicht mal so schlecht aus. Bleib in Bewegung? Ja, durch. So. So. Und spring. So. Und mach kaputt. Und drück linke Taste. Gar nicht so schlecht. Da muss ja, ich hin. Genau. Das wird ja ganz einfach. Total. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Das darf ein Let's Player nicht. Ich darf alles. Das ist mein Let's Play. Das ist, so mag ich das. So gefällt mir das. Das ist die richtige Einstellung. Mein Let's Play darf ich niesen, pupsen, rülpsen, wenn ich es könnte. Du hast schon mal gepupst in einem Let's Play? Alles. Nö. Habe ich schon mal gepupst in einem Let's Play? Nicht, dass man es hört, aber... aber ich dürfte, weil es meins ist. Da abhauen, weil heiß. Ach so. Hallo, Kännchen. Zahnräder, ganz viele. Ich will sie. Mach auf! Nein, das war die falsche Taste. Ja. Das war wieder die falsche Taste. Ja. Ich wollte mich verdingsen. Verdrücken. Ja, ich habe mich ja verdrückt. Ja, stimmt. Aber ich habe nicht. Ich habe halt das Falsche gedrückt. Gott, wir haben heute wieder einen Clown gefrühstückt. Er hat komisch geschmeckt. Ventil drehen. Ventil drehen. 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 Ventil drehen. Ah, es passiert was. Yay. Alles wird kalt. Mir ist kalt, so kalt. Entschuldigung. Oh, das Ding jetzt so sehr. Ne? Das war wieder ein spontaner Gesangsanfall von Pinny, es tut mir leid. Oh, wie schön. Also nicht da, also das auch, aber ich meine jetzt hier. Was willst du sagen, Kind? Dass das sehr schön ist, dass diese Viecher hier erscheinen nicht. Und was hat das mit mir zu tun? Dass dein Gesang auch nicht sehr schön war. Na, herzlichen Dank auch. Sabusch! Ja, ich gehe erstmal nach hier unten. Da gibt's Dinge zum kaputt machen. Das da nämlich. Und das da auch. Und die da. Die da. Und das da. Und ja, den sowieso. In your face. Ja, sorry. Hallo, Kännchen. So einer ist auch wieder da. Das vergiss den Zahn nicht, der verschwindet doch gleich, oder? Ja, bestimmt. Ich hol ihn mir. So. Die beobachten dich, glaube ich. Sie haben mich im Blick. Sie haben ein Auge nach dir geworfen. Nee, auf dich heißt es, oder? Ich glaube ja, die haben eine Schraube locker. Okay, wir fangen jetzt nicht wieder an wie in American Witches Alice, oder? Mit was? Ach, mit den schlechten Witzen? Ja. Ja, haben wir doch schon angefangen, oder? Ja, aber sollten wir das weiterführen? Ich weiß nicht, es gibt Dinge, die sollen... Übrigens, Verfall vor dir. Ja, ich
wollte das Ding da oben kaputt kriegen, damit die Viecher nicht mehr kommen, aber egal. Ja so. So. Sind wir hier unten jetzt mal irgendwie nein. durch? Da ist nämlich noch einer, noch so ein Generator. Und hier sind noch mehr Sachen. Ja, da oben sind Generatoren. Ja. Das ist mir schon klar. Gegner-Spawner! Ich wollte nur erstmal gucken, ob ich hier unten jetzt alles hab. Aber ich falle bestimmt eh nochmal runter. Insofern. Ich mag dein Selbstvertrauen in dem Zusammenhang. Ja, jetzt kannst du riesig, hinten ne? umdrehen. Da hoch. Links. Da. Da, wo ich vorhin eigentlich schon lang wollte. Genau. Es war also eigentlich grundsätzlich richtig. Grundsätzlich war es richtig, aber das Glühen hätte dir zu denken geben sollen. Ah, pff. Ich bin Alice, ich bin im Wunderland. Rechts von dir ist übrigens eine Erinnerung. Ja, da muss ich ja jetzt eh hin irgendwie. Bin gespannt, wie du das zu bewerkstelligen gedenkst. Ja, ich habe keine Ahnung. Von da sind wir gekommen, weil ich glaube, du hättest von da nach durch zwischen dem Rohr durch gemusst. Zwischen dem was? Wo? Geh nochmal dahin, wo das Ventil war. Welches Ventil? Das, womit wir das alles kalt gemacht haben. Genau dahin. Ach da. Okay, dann gehe ich dahin. La la la, la la la. So, so. Und da kommst du nicht rauf, oder? Ich glaube nicht, aber ich kann ja über die Pusteluft da drüben. Über die Pusteluft. 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 Ja. Was ist das? Ach, ein dicker fetter Verfall. Hm. Ach ja, okay. Ja, so, und jetzt hier? Da links zwischen dem Rohr durch. Du meinst, ich komme da durch? Nein, aber versuchen kannst du es. Nee, da komme ich nicht durch, aber vielleicht komme ich rum? Nein. Nein. Sieht schlecht aus. Ich mache erstmal das Dickerchen. Ja, mach erstmal das Dickerchen kaputt. Alle Dickerchen. Was war nochmal der Schirm? Das weiß ich nicht. Ah ja, anvisieren und genau. Achte auf den Timing. Das meinte ich. Wenn er die Arme vor dem Gesicht hat, dann kannst du ihm nichts tun. Ernsthaft? Ich kann es aber versuchen. Sicher, aber das bringt nichts. Jetzt kannst du was tun. Stirb, Verfall, stirb! Verfalle mir! Oh Gott. Falsche Taste. Ja. Ich bin da noch nicht ganz dran gewöhnt. Das ist ja auch schon eine Weile her. Aua! Aber zielgenau ist er. Menno! Geh kaputt, komm schon. Wenn das so blubbert, mach dich bereit, den Schirm einzusetzen. Hab ich nicht gesagt. Manno! Wenn das so blubbert. Er blubbert. Genau. Aber das tut ihm leider nicht weh. Nö, aber dir auch nicht. Er blubbert. Geh kaputt und lass mir leben, da du Arsch. Danke. Geht doch. Warum so, und jetzt darüber. So? Worüber? Über darüber? Den Luftdingens, oder? Geht das? Ich hab keine Ahnung. Kannst du nicht nochmal... Genau. Nee, irgendwie nicht. Du musst doch an diese scheiß Erinnerung drankommen, hör mal. Ich hab nix gemacht. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ganz im Nebel drin? Doch, eigentlich bin ich ganz im Nebel drin. Aber eben hat er mich höher getragen. Ja. Komischerweise. Aber... Kannst du von der Plattform da links darüber? Von der hier? Nee, von der dahinter. Also das ist keine Plattform in dem Sinne, sondern unser Ziel, aber... Nee, zurück. Und jetzt darüber, geht das? Nee. Prinzipiell geht das. Irgendwie muss man da hinkommen. Ja, schon. Versuch's nochmal. Hier über den Dampf? Nee, da von links, aus dem Rohr raus. Das hätte doch fast geklappt. Naja. Nicht so wirklich. Besser als über das Rohr. Wir sind einfach zu niedrig. Okay, nochmal. Und Sprung. Nee, nach vorn. Ich schwebe. Okay. In der Luft. Ich hänge. Ich
Kannst du irgendwas machen? Nein. Kannst du dich bewegen? Ja. Okay. Immerhin. Nee. Und du hängst wieder. Geil. Okay, warte mal. Ich krieg noch einen Sprung hin. Damit könnte ich es schaffen. Pass auf. Ich passe die ganze Zeit auf. Nochmal von da. So. Eins, zwei, drei. Na also. So, ich vergesse mal. Alice, verdamme nicht Dunkelheit und Kälte, wenn du nachts in der Bibliothek bist. Ich vergesse immer, dass ich dreimal hüpfen kann. Wir hängen in der Luft. Ich schwebe ein bisschen rum. Ja, gut. Also, schön. Ich kann sogar viermal hüpfen. Krass. Verehrt? Schrumpfen kann dir den Weg weisen. Nee. Hallo, Wachs. Ja, das ist wieder so geschmolzenes Zeugs von eben. Metall. Ja. Metall! Sorry. Willst du denn nicht erst die Zähnchen holen? Ja, ich weiß ja nicht, wo es zuerst lang geht. Da ist eh Gaxacke. Sasse. Gaxacke? Gaxacke. Gaxacke. Der Blabla. Sackgasse wollte ich sagen. Gaxacke. Gaxacke finde ich gut. Oh nein, ich erinnere mich. Ich nicht. Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten. Und reite auf den Luftströmen nach oben. Aufwärts. Mhm. Ja, ich würde sagen, erstmal da drauf ballern. Mhm. Du-du-du-du-du! Bitte, Patz. Du-du-du-du-du! Ach, hat dir das Ding das Du angeboten, oder was? Ja. Verstehe. Du! Böses Ding, du! Du! Schweinchen! Ja. Ja. Das hast du jetzt gesagt. Und du hast das gedacht, ich habe deine Gedanken gelesen. Wenn ja, ich kann das. Ja, das, wow, woher wusstest du das? Ja, ich. Bombe! Dusch. Wer noch ein Schweinchen ist, schreibt ich in die Comments. Nein, er muss schon schreiben, ich bin ein Schweinchen, sonst besser. Ist nicht lustig. Ja, stimmt. Iggy-diggy-dick. Zähne. Loch. Gang. Apropos Schweinchen. Hallo. Ach ja, Auge. Ja, stimmt. Hallo Auge. Und da ist irgendwo eine Schweinenase. Hörst du das? Ja. Da ist sie ja. Da ist sie. Dicke, dicke, dicke. Nimm das. Bams. Wenn Hallo, die mal was in der Nase zu viel hat, dann wird's wirklich. Das sieht so cool aus. Ja. Yeah. Haha! Können wir eigentlich schon was leveln? Ja. Ja, können wir allerdings. Wir können die Borperklinge hochjagen die und die Pfeffermühle. Die anderen sind ja voll komisch gelevelt. Irgendwie da. Wir nehmen das da, würde ich sagen. Einfach. Ja. Gelevelt. Jetzt sieht sie ein bisschen hübscher aus als vorher. Und sie überhitzt nicht mehr so schnell. Da ist sie. Hazard. Jawohl. Auf geht's. Ich finde allein die Idee, aus einer Pfeffermühle eine Minigun zu machen, finde ich geil. Ja, find ich super. Genial. Hicks. So, wohin jetzt? Aufwärts. Da. Dicke, 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 dick. Ja, jetzt können wir fast doppelt so lange schießen. Yep. Da ist der nächste Qualm. Ja. Erstmal hier hin. So, und jetzt von hier nach da drüben. Genau. Nicht und zu daneben. Weit. Nicht zu weit. So. Und jetzt noch da, würde ich sagen. Da kommst du hin? Vielleicht. Du kommst da hin, okay. Ja, geschafft. Und... Laggen. Nicht ruckeln, ruckeln ist böse. Tot. Jawohl. Ja, alles kaputt. Ja, wir sind Zerstörer. Total. Drunter durch, Dings oder drüber weg, ist mir doch egal. Mach doch, was du willst. So. Und jetzt? Ah, da oben. Aber... Gamer-Auge, weißt du noch? Ja.
Habe ich noch nicht gegessen, ist noch nicht integriert. Oh Mann. Okay, wie komme ich denn da hin? Das ist eine gute Frage. Die wollen doch nicht, da drüben ist eine Plattform. Ja, aber die wollen nicht, dass ich darüber hüpfe. Natürlich wollen die das. Warum denn nicht? Das schaffe ich doch gar nicht. Natürlich. Guck mal, wie nah das Ding ist. Da! Ja, ja. Da kommst du doch locker rüber. Wenn man denn... Das ist hinter den Rohren, da muss ich erstmal drum rum. Ja. Und? Ja, sagt er. Ja, ich bin ein Ja-Sager, ich bin ein totaler Ja-Sager. Jetzt muss ich wieder da halt ganz hin. Ja, gemein. So. Wie, den ganzen Weg? Das ist echt ätzend. Ja, den ganzen Weg. So. Ich mag es, wenn sie landet, wie sie dieser ganze Bewegungsablauf und so. Finde ich toll. Und jetzt dahin. Ja. So. Erstmal dahin. So. Du könntest auch da rüber und dann da hoch, wenn das geht. Da ist nämlich auch noch einer, siehst du? So. So. Ja, nach links, so. Da. Und jetzt dahin. Ja. Ich glaube, das ist gewollt. Anders hättest du es aber auch geschafft, bin ich sicher. So, so, dahin. Ja. So. Schnitt, Schnitt. Manchmal schaffe ich nur 3 Sprünge und manchmal 4. Hm. Ist links noch irgendwas? Erstmal dahin. So. So. Da, da ist ein Schalter. Ah ja, da kommt dann auch wieder das Häschen zum Einsatz. Schmeiß. Ja, priceless. Das ist gemein. Warum machen die mit der Kamera sowas Gemeines? Nein. Auf ein neues. Nochmal. Das war fies. Ja, schon. Das nehme ich denen echt übel. Wie kann man denn dann plötzlich eine feste Kamera machen? Das ist echt gemein. Ich kenne jetzt die Programmroutine dafür nicht, aber beliebigen Programmierer wird es hier einfügen. Gemein. Aber wenn wir jetzt schon mal da sind, versuch doch mal, ob du von der Plattform darüber springen kannst. Nee, dann falle ich wieder runter und dann muss ich nochmal machen. Hm. Du kannst jetzt auch einfach da links hochhüpfen. Nee, lieber nicht. Ich weiß nicht, ob ich so hochkomme. Ich gehe lieber auf Nummer sicher, sonst falle ich wieder 30 Mal runter und dann dauert das Video sehr lange. Sie hat ziemlich lange Beine, oder nicht? Ja. So, jetzt kann ich mich drauf einstellen. Ah, jetzt habe ich wieder meine eigene Kamera. Merkwürdig. Man muss nur einen Moment warten. Kätzchen! Es heißt, eine Katze habe 9 Leben, Alice. Ich hoffe, du hast ähnlich viele. Ja, hoffen wir das Beste, ne? Ja. Ich kann 9-mal runterfallen, solange bis meine Rosen aufgebraucht sind. Und weiter geht's. Ja. Yay. Ich finde das auch geil, je nachdem wie sich das bewegt, bewegen sich auch die Haare entsprechend auf so bewegenden Plattformen. Da bewegt sich ziemlich viel, das ist echt bewegend. Alles dreht sich, alles bewegt. Hast du bewegend gesehen? Ja, okay. Ja, das ist echt bewegend. Ich bewege mich auch mal, ich bin sofort wieder da. Okay, da bewegt er sich. Ja. Haut einfach ab. Ja, aber ich komme jetzt wieder. Hab ich Gewicht genannt? Ich nein, ich sagte Gesicht. Gewicht sagte ich, Gewicht. Ein wahres Gedicht, toll. Ja. So, dann mache ich den jetzt halt alleine fertig. Wenn Penny mir nicht zugucken will, kriege ich ja ohne den hin. Ah, da kriegen wir schon mal Leben, das ist gut. Ich fällt so runter. Noch nicht ganz? Jetzt. Kaputt. Joa, Leben brauchen wir gar nicht mehr, aber Zähne sind immer gut. Da ist sie. Da sehen wir die Silhouette. So habe ich das gemeint.
Ting! So. Was haben wir denn hier so? Schrott, Teekannen, noch mehr Schrott, noch mehr Teekannen, also das Übliche. Jetzt bloß nicht runterfallen. Sachen zum Sammeln. Ein Fläschchen. Nicht runterfallen. Ein bisschen Schleim. So. Jetzt können wir uns das Ganze mal von hier oben angucken. Da wird einem fast schwindelig. Ganz schön wolkig hier. Ah, Hutmachers Zylinder. Mir scheint, wir kommen immer näher. Dann wollen wir mal noch näher. Wie es leuchtet. Yeah. Ich finde das eine coole Farbe. Das ist nicht rot und nicht pink. Auch nicht so magenta. Das ist irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Ich mag die Farbe. Aber wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Blablabla. Da sieht gut aus. Wie komme ich denn da hin? Da ist ein Pilz. Soll ich bis zu dem Pilz springen? Ernsthaft? Sieht fast so aus. Gut, versuchen wir es. Na, geht einfacher als ich dachte. Hat geklappt. Das sieht ja wieder sehr vielversprechend aus. Mit Maus. Und nochmal Maus. Ich glaube, wir kommen gleich zur Schlafmaus. Huch, was bist du? Ein Auge. Und noch ein Auge. Niedlich. Die haben wir doch auf den Bildern gesehen, irgendwie vor 2 Folgen oder so. Dekadenz. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Heute endet die Verrücktheit des Hutmachers. Genau, das hatten wir schon mal. Wo bleibt denn Penny jetzt? Ich kann das doch nicht alles ohne den machen. Nee. Da muss ich auf den warten. Da ist nämlich die Maus. Seht ihr? Da ist sie schon. Und das muss ich mir mit ihm zusammen angucken. Also mach hier einen kurzen Cut. Bis gleich.